Das klingt übel. Oh mein Gott. Der ist die Zahnspange nicht mehr noch gegangen. Und Leute, heute testen wir den größten Süßigkeitenladen in Deutschland. Wenn es nicht der größte ist, Leute, dann korrigiert mich. Aber Inga und ich waren vorhin essen bei Five Guys. Wir laufen nach Hause. Ich sehe diesen Laden, Leute. Er strahlt. Wirklich, die Lichter sieht man auf der anderen Straßenseite noch. So krass strahlte, als wäre der einzige Stern am Himmel. So krass war das, Leute. Und er sah so groß aus. Das heißt, wir müssen da rein. Das heißt, wir gehen da jetzt rein und ich zeige euch, was ich mir hole. Ich schwöre, Leute, ich traue mich nicht, hier zu reden wie ein normaler Mensch. Mir gefällt lieber der Reporter-Move. Ich bin Reporter und guck die mich nicht so an. Okay, die gucken mich trotzdem dumm an. Okay, wo fangen wir an? Also Pop-Tarts können wir nicht nehmen, weil wir haben keine... Wie heißt das? Boah, weißt du, was ich gerne mal probieren würde? Ich würde mal gerne Lucky Charms probieren. Aber wir haben keine Milch im Hotel, erstens. Zweitens, ich kann nicht zum Frühstück mein eigenes Cornflakes mitbringen. Das funktioniert nicht, Leute. Das kostet 10 Euro. Die Dinger hier, weil ich kenne die von Simon Cat, Leute. Ich habe sie noch nie probiert, deshalb testen wir sie jetzt. Boah, ich würde so Auge schieben, aber die liebt Reese's und wir sind jetzt in der Reese's-Abteilung, Leute. Es ist alles voll mit Reese's. Einmal Cookies and Cream, Pflicht, das muss jeder nehmen. Birthday Cake. Das gehört zwar gar nicht hierhin, Leute, aber das nehmen wir mit, weil das sieht cool aus. Inga, das sind Cheetos. Das ist wieder sehr schwer, Leute. Die haben Takis. Und ihr wisst, wie sehr ich Takis liebe. Jetzt gucke ich mal, was haben die für Sorte? Die haben nur eine Sorte, kann das sein? Ja! Aber von hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas mitnehmen. Die Frage ist nur, was, Leute? Ich habe keine Ahnung, was da steht, Leute, aber ihr nehmt das einfach mit. Kann man nichts falsch machen. Das nehmen wir safe, safe, safe mit, Leute. Wir nehmen Erdbeeren mit, obwohl Erdbeerschokolade eigentlich immer echt eklig schmeckt. Und das hier. Creamy and Crunchy. Willst du auch eins? Nämlich zwei. Obwohl ich nur eins, weil ich glaube, wir werden Bauchschmerzen kriegen. Oh, Inka! Da macht man die Burger selbst. Das nehmen wir mit, Leute. Das nehmen wir auch mit. Keine Ahnung, was es ist, aber nehmen wir mit. Oh, das sieht fresh aus. Nehmen wir mit. Das hier ist das Beste auf der Welt. Das ist Gummi mit Nerds dran geklebt. Da ist ein Pop-It. Im Lutscher. Dr. Pepper, ich stelle euch zu Hause nochmal alles vor. Was spricht dich an, Inga? Welches Getränk? Ich weiß selber nicht, was für eine Frucht das ist, Leute. Egal, wir testen, wir gucken. Wir sind zurück zu Hause und ich möchte kurz vorab sagen, das ist keine Kooperation. Wir haben alles selber gezahlt, bevor irgendwas falsch verstanden wird, Leute. Aber wir haben so viel geholt. Gebt euch mal bitte, wie lang dieser Kassenzettel ist. Also, ich stelle euch jetzt alles vor. Kennt jemand von euch den Namen House of Sweets oder habt ihr was in der Stadt? Wenn ja, schreibt es gerne in Kommentare, Leute. Also, wie gesagt, ich kannte den nicht. Ich war sehr verblüfft. Und ich bin umso aufgeregter, Leute, weil ich keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll. Es gibt 1 bis 5 Punkte. Also bei uns sind jetzt heute Daumen, Leute. Und das heißt, 1 ist das Schlechteste, 5 ist das Beste. Ich weiß nicht, ob jemand heute 5 erreicht. Also, this is in Slabs. Ich habe keine Ahnung, wie man das ist, gell? Ich habe gesehen, wie sie es auseinander gemacht hat. USA. Ah, made in Mexico. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das essen soll. Ah, das klingt übel. Oh mein Gott. Der ist die Zahnspange nicht mehr noch gegangen. Es schmeckt gut, aber irgendwie, ich kann euch nicht sagen, Leute. Also, ich glaube, ich bewerte diesmal echt hart, weil sonst kommt alles auf 5 von 5. Diese Slabs hier kriegen 2 Daumen hoch, weil erstens, die klingen so krank, Leute, ich schwöre. Und zweitens, ich schmecke einfach nach Zucker. Sie haben keinen Geschmack, meiner Meinung nach. Ey, Leute, also isst keine Slabs mit Zahnspange. Die kriegt ihr nie wieder, nie, nie wieder raus. Das ist von Warhead so ein G, Leute. Das sind 3 verschiedene. Blue Raspberry, Strawberry und Apple. Mal gucken, wie es schmeckt. Soll eigentlich super sauer sein. Also, Leute, Strawberry schmeckt einfach süß nach... Kennt ihr von Chupa Chups das Erdbeerlutscher? Eins zu eins so schmeckt es. Also, ich bin sehr enttäuscht, Leute. Weil ich dachte so, alter, krass und so. Weil, guck mal, da ist ein Kopf, der explodiert. Ja, also ist schon ein bisschen sauer, Leute. Jetzt komme ich zu Green Apple. Wenn das mich jetzt nicht weghaut, gell, haben wir ein Problem. Nee. Leute, schreibt mal in Kommentare, kennt ihr die? Habt ihr schon mal probiert? Fandet ihr das sauer? Weil das einzige saure, einigermaßen saure, fand ich Blue Raspberry. Und das war es auch schon. Ja. Ein Daumen hoch von 5. Was? Ich fühle mich so böse, Alter. Ah, was zu schlürfen, Leute. Das hier ist... Okay, ich bin Melone. Ah, ist eine Honigmelone? Ja. Okay, geil. Testen auf jeden Fall, Leute. Es ist so kalt. Das ist so geil. Okay. Also, Leute, ich glaube, es kommt auf jeden Fall aus dem asiatischen Bereich. Jetzt tasten wir aber mal.
Das ist nicht zu süß, Leute. Die perfekte Kältetemperatur. 4 Daumen von 5 auf jeden Fall. Es geht besser, aber das ist schon gut. Was hast du? Auch diesen natürlichen Nachgeschmack von Honigmelone gefällt mir. Ah! Ach, das habe ich schon die ganze Zeit ins Auge geschoben. Ich glaube, ich habe sogar 2 Stück geholt. Ich nur eins, weil ich glaube, wir werden Bauchschmerzen kriegen. Kinder Creamy Milk and Crunchy Disc mit Crispy Rice. Ich weiß nicht, wie heißt es doch? Crispy Rice. Nee. Oh mein Gott, Leute. Woher kommt das denn? Leute, es sieht so schmackes aus. Boah, damit kann man so geil ASMR machen. Hat der Löffel eignet sich... Was ist das denn? Die Enttäuschung. Die Schokoladencreme ist ja minimal. Ja, es schmeckt nicht. Ich kann es euch nicht beschreiben. Also, es schmeckt nicht gut, aber es schmeckt auch nicht schlecht. Ich würde sagen, 1 Daumen von 5. Weil es schmeckt einfach... Wir haben 3 Euro dafür gezahlt, gell? Es schmeckt einfach wie diese 50 Cent Puffreis, die ihr auf der Straße kaufen könnt, beim Späti zum Beispiel. So 1:1. Nee, da kaufe ich mir lieber ein Ü-Ei für 90 Cent, wirklich. Okay, wo mache ich weiter? Ich hoffe auf eine 5 von 5, Leute. Das ist eine Waffel. Das ist eine Pokémon-Waffel. Und ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, aber es kommt aus dem asiatischen Bereich. Inga! Oh mein Gott! Riecht nach Bitterschokolade. Ich hoffe, es ist keine bittere Schokolade, Leute. Egal, Taste Test. Es schmeckt nicht eklig, Leute. Es schmeckt auch nicht, dass ich sagen würde, boah, Alter, ich bin süchtig danach. Es schmeckt gut. 3 von 5 Daumen auf jeden Fall. Doch, das hat was, Leute. Also Leute, das hier ist die allbekannte TikTok-Gurke. Jeder von euch kennt es und ich beschwöre es. Mindestens einer von euch hat es probiert, Leute. Das ist einfach so eingelegte Gurken. Made in the USA. Ja, riecht nach saure Gurke. Aber die Frage ist, wie es schmeckt. Ich habe noch nie so eine perfekte Salzgurke gegessen. Die ist nicht zu sauer, Leute. Aber auch nicht zu ranzig und die hat den perfekten Crunch. 5 von 5 Daumen. Ich habe meine 5 von 5 getroffen. Oh mein Gott, ich habe jetzt auch einen Biss. Die ist gut. Ich stehe auf so saures Zeug. Auf saures und scharfes Zeug. Ich liebe es. Die habe ich auch bei TikTok gesehen. Ich schwöre, ich habe alles bei TikTok schon gesehen, Leute. Nee. Aber da gibt es eine Frau auf TikTok. Die hat dann so Rezepte mit so Rahm. Und die hat das einmal getastet. Nicht. Getasten, Leute. Es sind 2 Packungen aufgeteilt. Oh, wie süß. Char Happiness. Boah, ich hoffe, ich habe keine Zartbitter-Schokolade genommen. Oh, das ist Zartbitter, oder? Ja? 1 von 5 Daumen, Leute. Es war mein Fehler, aber ich hasse Zartbitter-Schokolade über alles. Ah! Wieder aus dem asiatischen Bereich, Leute. Oh, hier steht sogar auf Englisch. Chocolate Flavor Straw and Strawberry Dip Biscuits. Da sind 2 Dips drin, Leute. Yum Yum heißt es. Oh, ich vermisse Yum Yum. Erinnert mich ein bisschen an Nutella to go, Leute. 2 Dips, einmal Strawberry und Schokolade. Jetzt testen wir. Hat voll wenige. Oh, was bedeutet das? Hey, das ist auf jeden Fall was anderes drauf. Ach so, Amphibien. Das sind noch Frösche. Maulwurf in a hole. Oh, das, oh, die Sprüche sind... Also Leute, für mich gibt es jetzt schon einen Zusatzpunkt. Einfach nur wegen den Sprüchen. Okay, wir testen zuerst Mhm. 4 von 5, Leute. Das ist perfekt gebacken, perfekt in der Größe. Die Sprüche sind so geil, Alter. Oh. Das Erdbeere schmeckt gut, die Schokolade schmeckt gut. Ich überlege echt 5 Punkte zu geben. Darauf habe ich mich bis jetzt am meisten drauf gefreut, weil das ist Dr. Pepper. Nicht aber als Getränk, sondern als Zuckerwatte. Ah, Zuckerwatte. Hier ist eine fette Flagge drauf, Leute. Das kommt aus den USA. Hat echt viel Kalorien, aber boah, ich muss es tasten, Leute. Kann man machen? 3 von 5 Daumen. Ja, ich hätte 4. Die kenne ich von Sam und Cat, Leute. Die haben die früher mal gegessen. Wenn die mich jetzt enttäuschen, gell, dann heule ich. Snowbirds Cream Filled Cakes. Das ist Haselnuss. Nein, das ist Kokosnuss. Ich hasse Kokosnuss. 2 von 5 Daumen. Ich hasse Kokosnuss. Und das ist gar nicht cream-filled, Leute. Das ist so halbwegs gefüllt. Und das ist Marshmallow. Die Mochis. Sind das die Mochis? Das wird echt peinlich. Doch, Leute, das sind Mochis. Die Mochis auch wieder aus dem asiatischen Bereich. Taiwan steht hier. Die sind sogar vegan. Taro. Das ist einfach Taro, okay. Keine Ahnung, was es ist, Leute. Finden wir jetzt heraus. Inga dachte, dass man die Mochis selber zubereiten muss, Leute, aber nein, muss man nicht. Die Mochis riechen gar nicht so gut, wie ich dachte, aber wir geben ihnen trotzdem eine Chance. Okay, Leute, Taste Test. Du musst schon richtig reinbeißen, Inga, nicht nur das Äußere. 3, 2, 1.
So sieht's aus. Ja, schmeckt nach alter Oma. Ja, du hast recht. Du magst sowas? Nein, nicht so. Schmeckt nach alter Oma mit Mehl. Ja, ein bisschen. 1 von 5 Daumen, Leute. Sie schmecken, wie sie riechen. Also wirklich, Leute, ich liebe eigentlich Mottis über alles, gegen mein ganzes Herzen. Aber das, dieser Flavor war nicht gut. Das habe ich auch so oft auf TikTok gesehen. So sieht's aus, Leute. Jetzt reinbeiße. Die sind geil. Und weißt du, die schmecken einfach nach, wie heißt das, Kinder Joy. Boah. 5 von 5, Leute. Peanut Wash, Leute. Boah. Die Louise. Na. 3 von 5 Daumen, Leute. Die sind nicht schlecht, aber wird auch nicht süchtig werden. Die Leute, wissen wir, sind geil, schmecken wie eine 10 von 10. Aber, Leute, die hier. Birthday Cake. Noch nie gesehen, noch nie probiert, Leute. Oh mein Gott. Leute, das ist so ein geiler. So ein süßer Kuchen auf jeden Fall mit so viel Farbe. Er schmeckt nach Glück. 4 von 5 Punkten. 4 von 5 Daumen kriegt Birthday Cake, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt schon, Leute, das sind 10 von. Es gibt ja keine 10, aber egal. Wenn ich geben könnte, 10 von 10, Leute. Ich schwöre, ich habe das einmal gegessen, gell, damals. Es war so lecker. Die haben mal besser geschmeckt. Dieses Nerds Rope haben mir früher besser geschmeckt. Viel fruchtiger. Es schmeckt nicht schlecht, Leute, aber es hat früher besser geschmeckt. Irgendwas ist da anders. Guck mal. Mayo. Aber egal. 3 von 5 Daumen gibt es auf jeden Fall von mir. Schmeckt nicht schlecht. Aber es ist nicht die Sorte, die ich damals gegessen habe, Leute. Asiatischer Bereich. Ich weiß leider nicht, was es ist, Leute. Ich kann es euch selber nicht erklären. Hinten steht auch nichts. Das ist ein Baumhölzer. Abgestumpfte Baumhölzer. Das ist das auf jeden Fall. Aussehen ist sehr süß, Leute. Oh mein Gott, ich hatte recht, Leute. Wisst ihr, was es ist? So ein kleines Ding zum selber machen? Nein. Kennst du nicht, Inga? Oh nein, wie anstrengend. Mädchen, freu dich. Leute, ich liebe das. Ich hab früher so Videos damit gemacht. Wenn ich mich jetzt täusche, das ist übelst cringe, glaube ich kurz sagen. Ich glaube, du täuschst dich. Ich habe mich getäuscht. Ich habe mich zu sehr gefreut, Leute. Das ist Schokolade und das ist einfach Teig, glaube ich, Keksteig. Sorry, aber das sieht nicht aus wie irgendwelche Baumhölzer. Gell? Herr, warte, zeig mal, wie es auf dem Bild angeblich aussieht. Ja, ein bisschen Unterschied ist auf jeden Fall da, Leute. Egal, taste es. Ich schmecke nach Pinselrolle. Nach billiger Version von Pinselrolle. Was? Pinselrolle? Oh, aber die sind nicht schlecht. Ich taste. Aber ich glaube, wenn man davon viele isst, dann kann man richtig Bauchschmerzen. Ja, komm, Leute, wir geben 4. Weil das schmeckt doch eigentlich echt süß nach so Pinselrolle. Noch nie probiert. Aus dem asiatischen Bereich. Oh mein Gott, die sind so süß. Da hast du ein Schreibdings drauf. Da kannst du draufschreiben für wen. Oh, da kannst du draufschreiben für wen. Oh mein Gott, safe schmeckt das wie Joghurtte. Du hast recht. Inga hat echt recht, Leute. Es schmeckt einfach alles als die Joghurtte. 5 von 5 Daumen. Ah, Takis! Ha! Leute, ich will unbedingt einmal die blauen probieren. Die sehen spicy aus, Guys. Ich glaube, das ist einer der schärfsten Sorte. Ich glaube, die werden mich brechen. Die sind echt spicy, Leute. Die sind so gut. 5 von 5 Daumen, Leute, mit Sternchen, Alter. Okay, Leute, das war's aber schon. Wir haben alles getestet und wir haben eine Stunde gebraucht, um so viele Süßigkeiten zu testen. Schreibt in die Kommentare, welche ihr davon schon kanntet. Mein Favorite war auf jeden Fall die Gurke und dieses erste Getränk. Das war so gut, Leute.